Hallo und herzlich willkommen zu Ludwig von Kapps Online-Weinprobe zu dem Thema Riesling Mania. Zu Gast haben wir heute den Michael Trenz mit seiner Lebensgefährtin vom Weingut Trenz und neu in der Runde die Filialleiterin aus Stade und Sommelierin Jördis Kleine. Hallo zusammen. Moin. Hallo. Bevor ich anfange, gibt es ein wenig Kultur, nämlich, wenn ich doch so viel Glauben in mir hätte, dass ich Berge versetzen könnte, der Johannesberg wäre just der Berg, den ich mir überall nachkommen ließe. Ne? Heinrich Heine. Auf Kultur, aber hat einen Hintergrund. Und der ist der, dass ihr aus Johannesberg kommt. Johannesberg. Genau. Ist einer der, ich finde, schönsten Sprüche. Im Schloss Johannesberg steht es auch ganz groß auf einem Fass reingeschnitzt. Und es gab ja schon viele Dichter und Denker, die immer wieder gerne auf den Johannesberg gekommen sind. Goethe war groß verliebt in Bettina von Brentano, ja, wobei das keine Besonderheit ist. Goethe war sehr, sehr oft verliebt in vielen Gebieten Deutschlands. Aber ich freue mich, oder wir freuen uns, heute hier zu sein und ein bisschen vom Rheingau zu plaudern, ein bisschen was zu erzählen und einfach mal schöne Weine mit euch zu probieren. Also von unserer Seite viel Spaß. Und den Moderator haben wir ja schon kennengelernt. Wir merken, wir sind in guten Händen heute Abend aufgehoben. Ja, ich bemühe mich. Also Michael Herz und Susanne, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und dann begrüße ich natürlich jetzt nochmal explizit die Dame aus dem hohen Norden, Mrs. Rockabilly. Sie liebt reife Rieslinge über alles. Sie liebt reife Dinge, deswegen mag sie Rockabilly auch gerne und alte Sachen aus den 50er Jahren. Und 60er Jahren tippe ich auch. Und herzlich willkommen. Jördis. Deshalb mag ich auch dich, weil 50er, 60er Jahre, ne? Ja, 50er passt doch, ne? Also mich ja, klar, richtig. Den alten ich freue mich auch richtig auf heute, weil ich mag die wirklich auch privat, die Weine von Michael. Und das ist ja auch, hat man ja nicht immer, dass der private Geschmack mit dem allen übereinstimmt, was man so verkosten muss. Deswegen wurdest du quasi als Expertin dazugeladen. Genau. Ja. Wahrscheinlich haben die einfach geguckt, wer von dem Personal hat möglichst viel von Michael Trenz gekauft. Der muss es machen. Richtig. Und bevor wir jetzt hier weiter schnacken, würde ich sagen, öffnen wir einfach mal das Fläschchen Sekt. Was haltet ihr davon? Gute Idee, Olli. Wir fangen nämlich an mit dem Riesling Sekt Urgestein. Ich habe jetzt hier übrigens, könnt ihr mir jederzeit eure Fragen stellen im Zoom-Chat oder bei Facebook oder bei YouTube. Und ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne lustige Fotos machen von der Weinprobe. Und zwar, und die dann unter Hashtag Ludwigs Weinprobe uns quasi dann verlinken und bei Instagram hochladen. Würden wir uns persönlich sehr drüber freuen. So, seid ihr schon gut vorbereitet? Oh, ich kämpfe hier nur mit dem Deckel. Oliver. Kein Profi, ne? Guck mal. Jetzt schon geöffnet. Die Denise schaut nur zu erstmal. Ach, guck mal jetzt. Die Astrid Vogler. Astrid Vogler ist immer sehr aktiv dabei. Die fragt, wo gibt es das T-Shirt We Love Riesling 2? Ja, bei uns im Weingut. Ah. Gerne uns eine Mail schicken. Es gibt auch übrigens die Damenversion und die Herrenversion. Ich drehe mich mal rum, weil die Herrenversion, gut, es gibt auch T-Shirts und Poloshirts, aber bei der Herrenversion steht es ein bisschen, sagen wir hier, ist ein bisschen weiblicher, femininer und bei mir ist es etwas maskuliner. Ich drehe mich mal rum. Redig. Das steht natürlich auch hinten da noch drauf. Ja? Und da wir Riesling so lieben, tragen wir es auch normalerweise auf unserer Brust, wollte ich jetzt schon sagen. Ja, sehr gut. Dann möchte ich sagen, dann stoße ich gerne mit euch an und euch da draußen. Und ja, schön, dass ihr dabei seid und lasst uns den Sekt verköstigen. Auf einen schönen Abend. Ja. Auf einen schönen Abend, genau. Schönen Abend. Genau, trinkt das mal und ich kann auch gerne mal was zum Sekt sagen. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh. Ja, ich hoffe, ihr habt den alle schön kalt, den Sekt.
Bei uns stand er jetzt sogar schon mal 5 Minuten hier, aber es hat noch eine ganz gute Trinktemperatur. Für mich einfach wichtig, der Sekt machen wir immer wieder aus einer Lage. Und bei uns ist es eine Lage ganz, ganz hoch gelegen. Wir sind ja hier in Johannesberg, 200 Meter hoch. Und das ist Steinhaus. Und im Steinhaus haben wir teilweise nur 10 Zentimeter Erde und unten drunter der blanke Fels. Und die arme Rebe geht ganz, ganz tief in dieses Urgestein des Rheingaus rein. Die Forschungsanstalt in Geisheim hat mal eine Bodenprobe da genommen und in 11 Meter Tiefe noch Wurzeln gefunden. Das heißt, der Erdbohrer war auch bei 11 Metern zu Ende. Wir wissen es gar nicht, wie tief da Wurzeln sind. Und damit sage ich ja immer, dass wir das mineralische Wasser des Rheingaus aufgesaugt. Ich sage immer schon fast Energy Drink. Insofern ja auch genau das Richtige, was wir jetzt hier anstoßen. Sehr mineralisch auch der Sekt, eine ganz, ganz feine Perlage. Und wie gesagt, wir wollen halt da möglichst, ich sage jetzt mal, so eine Struktur rausmachen, dass wir also einen mineralischen Sekt haben. Eine lange Lebensdauer. Also wir haben dieses Jahr 350 Jahre. Und da legen wir auch nochmal ein paar Flaschen auf alle Fälle auf die Seite und freuen uns darauf, dass wir da nach Möglichkeit ja auch diese Lagerfähigkeit überhaupt hier haben. Und das zeichnet uns halt aus. Ja. Und dieser Sekt wird 9 Monate immer auf der Hefe, ganz klassisch. Und ist halt einfach ein feiner Sekt mit dieser feinen Perlage, eine schöne Frucht. Und wie gesagt, dieses Mineralische von der Lage Steinhaus ist perfekt. Und warum auch Steinhaus? Wir haben hier in Johannesberg ein Steinhäuschen. Und wie ihr alle wisst, der Rheingau ist ja in Hessen und wir machen ja immer gerne das hier hinten dran. Und Steinhäuschen ist zu hessisch. Deswegen haben wir es Steinhaus genannt, so ein Flurbereinigungsdenkmal. Und gerade auch ganz nett dazu noch zu erzählen, wir haben in Johannesberg eine Hochbegabtenschule für hochbegabte Kinder, die da Abitur machen können. Und einmal war der Lehrer von der Hochbegabtenschule da. Naja, die auch nicht, aber zu unserer Rettung, die Schule gibt es erst seit 6, 7 Jahren. Also da wären wir ja schon durch gewesen. Ja, natürlich. Aber das Witzige, der Lehrer hat halt gesagt, ach, auch der Wein getrunken. Dann habe ich gesagt, ja, unten da von dem Steinhäuschen, direkt bei ihm, bei der Hochbegabtenschule, da meint der Lehrer, meinen Sie das Kifferhäuschen? Also auch bekannt unter Kifferhäuschen, aber wie gesagt, wäre auch eine Vermarktungsnische, aber ganz mineralischer Sekt. Aber der ist sehr schön. Jordis, was sagst du dazu? Wie gefällt er dir? Ich finde ihn absolut genial, vor allem, weil ich liebe es, wenn Riesling so schön nach grünem Apfel ein bisschen schmeckt. Und das hat man, finde ich, bei dem sehr, sehr stark, dass man auch, wenn man nur dran riecht, hat man wirklich diesen grünen Granny Smith Apfel sofort. Da hast du recht. Ja. Ja, das ist diese Frische. Ja, auch so eine schöne, die Kohlensäure geht so schön hoch, ne? Finde ich ja persönlich. Also ja, das ist so schön fein. Man hat es nicht so in der Nase, dass es so reinschießt, sondern wirklich so ganz angenehm, nur mussierend auf der Zunge. Mhm. Übrigens, der Latz G. schreibt, der Sekt ist so gut, unser Hochzeitssekt vor 10 Jahren, unglaublich tolle Erinnerung. Guck mal, ich kriege Gänsehaut. Der alte ich Romantiker echt Gänsehaut, kriegt eine Gänsehaut. Das ist echt nichts gesagt. Ich habe, guck mal hier. Oh Gott, ja. Gänsehaut und Tränen in die Augen. Ja. Aber dann auch alles diese gut, 10 Jahre. Und die nächsten 10 Jahre mit dem Aber der, was hast du gesagt, Susanne? Ich habe dich ganz schlecht verstanden. Ja, unser aber Hundebaby kommt gerade rein. Ich muss es mal aus der Ach so. Aber es hat geklappt. Der Christopher schreibt übrigens, Perlage ist Weltklasse. Ja. Du hast ja übrigens auch, du hast ja mit 21 euer Weingut übernommen, ne? Oder das Weingut übernommen, habe ich gelesen. Ja, viel zu früh. Und euch, das Weingut Trenz gibt seit 1670, glaube ich, ne? Genau, 350 Jahre Weingut Trenz dieses Jahr. Wir wollten es auch groß feiern, aber jeder weiß, dass dieses Feiern dieses Jahr doch sehr, sehr schwierig ist. Und damit gibt es nur eine kleine Feier, aber stolz sind wir definitiv drauf auf 350 Jahre Weingut Trenz. Aber gerade dazu, da hast du recht, mit 21 Jahren das Weingut übernommen, hatte gerade so geschafft, ein Jahr war ich beim Beil in der Lehre, ein Jahr Staatsweingüter, hatte dann noch Weinbautechniker gemacht. Aber da mein Vater gesundheitliche Probleme hatte, auch leider Gottes früh verstorben ist, mit 21, ich sag immer, ich wollte lieber Fußballprofi werden, was aber leider nicht geklappt hat. Das habe ich dann nicht. Ja, aber wie gesagt, ist ja immer der Traum eines Jungen und irgendwann mit 21 den Betrieb zu übernehmen, war halt extrem früh. Auf der anderen Seite halt schön, man hatte Verantwortung. Aber auch, was ich aus heutiger Sicht sage, mit einer Naivität,
eines jungen Manns den Betrieb übernommen. Damals auch ein kleiner Betrieb, finanziell so ein bisschen angeschlagen. Aber ich sagte auch immer, das Fußballerherz. Man weiß beim Fußballspielen, wenn der Gegner groß ist, muss man sich besonders anstrengen. Und so war's. Und ja, Ärmel hochgekrempelt und Gas gegeben. Viele Weinfeste gemacht, Fleischerfachmessen in Dresden, Weinfeste in Leipzig, alles ja, gemacht. Und heute alles bin ich stolz richtig drauf. Gemacht. Deswegen steht ihr jetzt da, wo ihr steht, sozusagen, ne? Ja, es ist Wahnsinn. Und wenn du mir das früher gesagt hättest, also ich bin heute 47, wenn du das mir erzählt hattest mit 21, ich hätte es dir nicht geglaubt. Ja, also ich kann das gar nicht sagen. Mit viel Glück anscheinend, mit einem Händchen für gute Weine und wie du sagst, alles richtig gemacht und bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber damals mit 21 war das schon eine Herausforderung. Ja? Also ja, viele Gespräche auch mit der Bank gehabt und so weiter. Aber trotzdem, das macht man halt so. Und das ist halt das Schöne, dass man im Rheingau groß wird und Kulturgut hat und einfach Spaß dran hat, gute Weine zu machen. Sehr gut. Die Astrid Vogler schreibt übrigens auch, schönes Riesling, typisches Bouquet, Pfirsich, Apfel, tolle spritzige Perlage, feine filigrane Säure, aber auch fruchtig. Klasse. Ja. Also euer Sekt kommt großartig an. Also auf jeden Fall. Ja. Der Granny-Smith-Vergleich passt sehr gut, schreibt der Christoph. Ja. Jördis, ein Punkt für dich sozusagen. Ja, ich gebe auch noch einen Punkt weiter. Einfach diese Frische, die halt da ist auch, ja. Ja, die ist großartig. Es ist ja immer, Riesling ist ja so, sage ich mal, ein wenig verpönt manchmal, ne? Wegen der Säure, oder war er damals, oder? Kann man das so sagen? Ja, es gibt ja immer schon so Höhen und Tiefen, sage ich jetzt mal. Ich sag mal, als ich mit meiner Lehre angefangen hatte, damals 1990, hatte ich damals mit einem Südafrikaner gearbeitet. Ja. Und der Südafrikaner hat zu mir gesagt, Michael, warum machst du Riesling? Kein Mensch in der Welt trinkt Riesling. Und in den 90er Jahren war gerade der Glykolskandal so ein bisschen rum, wenn man sich da vielleicht erinnert. Und es hat auch gestimmt. Und der Riesling ist auch nicht mehr der Riesling, was früher war. Es sind bestimmt auch Vorurteile, dass man wirklich auch sagt, Mensch, ganz, ganz viel Säure früher, vielleicht früher diese Katerweine. Aber wie man sie heute jetzt auch, wir trinken ja gleich auch noch ein paar andere Weine. Ja. Die Rieslinge sind heute einfach frisch, fruchtig, auch gar nicht mehr diese Säureintensivität, wie man vielleicht schon früher kennt. Auch im Sommer will man es vielleicht auch etwas frischer. Und wie schön ist das, einen Sekt zu haben, der einfach eine Langlebigkeit hat. Also da diese Apfelvariante würde ja nie entstehen, wenn man irgendwie, ich sag jetzt mal, so eine Einheitsblöre hätte, die wenig Säure hätte, charakterlos. Also das finde ich halt das Wichtige, dass das einfach auch Charakterweine sind. Und die Riesling-Fans sind halt Riesling-Fans, ja. Gördis, wenn man so Restzucker, Gesamtsäure, wenn man sowas vergleicht, kann man das dann für sich schon einschätzen in irgendeiner Form, wo man sagen kann, okay, der greift mich jetzt an oder nicht, säuretechnisch? Also, das ist eigentlich extrem schwierig, weil klar, man kann sich die Analysewerte angucken und sagen, oh, der hat jetzt aber einen hohen Säuregehalt, aber das kann im Geschmack so gut eingebunden sein, dass man das gar nicht merkt, dass es einfach einem auch nicht auf den Magen schlägt. Also das, okay. Da gibt es leider kein Allheilmittel. Ich denke auch nicht. Also der schlägt mir definitiv nicht auf den Magen. Der schlägt mir eher ans Zäpfchen und sagt, ach, ich nehme noch ein Gläschen, sozusagen. Also ich finde ihn großartig. Also wirklich, der ist lecker. Und es ist ja auch gut für den Kreislauf dann. Und am Anfang von so einer Live-Weinprobe ist es natürlich großartig. Ich hoffe, euch schmeckt der Wein da draußen, der Sekt auch da draußen. Schreibt eure Kommentare bitte in den Chat bei Zoom, bei YouTube oder Facebook. Und dann, oder wenn ihr Fragen habt, Kommentare, bindet sie einfach damit ein. Und ja, ich sag einfach mal, wir gehen rüber zum nächsten. Was haltet ihr davon? Oder? Das habe ich mir gerade nachgeschenkt. Aber ach so, gut. Ja, wir können auch noch ein Sekündchen. Ich habe nämlich auch, dann kann ich noch mal eine Frage stellen. Du hast ja, ihr seid ja auch tatsächlich, sind wir ja mit euren Getränken, mit euren Wein, eurem Sekt, auch in höheren Kreisen. Ne? Also der Herr Bundespräsident mag den ja auch und der DFB mag den ja auch. Ne? Also ihr seid ja da irgendwie ein bisschen Partner von vom DFB und vom Bundespräsidenten, wenn da Festivitäten sind. Kann man das so sagen? Genau. Und da sagst du es auch. Wenn da Festivitäten sind und wir hatten bei einer Blindverkostung gewonnen für alle Spiele der Vorbereitungsspiel der deutschen Nationalmannschaft, jetzt für die Europameisterschaft. Und da werden wir ja immer im VIP-Bereich ausgeschenkt.
Und wie ja jeder weiß, mit Corona ist es ja alles verschoben worden auf nächstes Jahr. Es ist zum Glück auch ein Wein, den Sie sich ausgesucht haben, der ein tolles Lagerpotenzial hat, 18er alte Reben. Haben wir auch reserviert für den DFB. Für uns freut es da die Zusammenarbeit mit dem DFB, ist natürlich schön. Besonders hat uns gefreut, letztes Jahr haben wir eine tolle Weinprobe gehabt. Da war der Vorstand vom DFB bei uns und das Jahr vorher sogar auch. Und Oliver Bierhoff war dabei. Und im letzten Jahr auch Franz Keller, der natürlich nicht nur Fußballpräsident ist, sondern auch Winzerkollege, toller Winzerkollege. Und das ist eine tolle Ausschreibung. Wie gesagt, momentan auf Eis gelegt. Und genauso wie du es auch sagst, der Bundespräsident kriegt auch die Weine, also ganz, ganz viele Reisen, wenn man im Ausland, also wenn der Bundespräsident, man sagt das ja keine Tagung oder Meeting, sondern das ist ja dann ein Staatsempfang. Und das freut uns ja besonders, dass der Bundespräsident. Also, wie wir jetzt auch haben. Also, wir haben quasi ja, wir auch eine Staatsempfang. Art Staatsempfang. Ja, im Weingut. Und da ist halt besonders schön. Ja. Und ja, wir sind nicht ganz so wichtig wie der Bundespräsident, aber wir trinken denselben Wein. Also, insofern ist das ja auch schön. Ich denke da auch jeden Abend dran. Ja. Und, aber es ist schon schön. Aber das ist ja auch ganz klar. Der Bundespräsident fliegt ja auch momentan nicht. Es gibt ja gar keine Staatsempfänger. Und das ist natürlich auch so ein bisschen traurig. Aber nichtsdestotrotz, es wird ja wieder. Und ich glaube, jeder im tiefen Herzen wollen wir natürlich jetzt alle, dass das jetzt endlich mal weitergeht. Wir können es nicht vorhersagen. Aber ich glaube, jeder sehnt sich danach, das alte Leben wiederzubekommen. Und wir endlich den alten arbeiten alle dran. Das wird auf jeden Fall. Ne? Eigentlich ein bisschen Disziplin, dann kriegen wir es hin. Gördis, weißt du, mit welchem Wein wir weitermachen? Zufällig habe ich einen Zettel, wo es draufsteht. In die schlankere Flasche vom Urgestein diesmal. Okay. Bevor wir den Urgestein, wir können ihn ja schon mal öffnen und ins Glas schütten, kann ich euch nur sagen, dass euer Sekt, wie gesagt, sehr, sehr gut ankommt. Christoph Kühnert schreibt, ich weiß, dass ihr diese Aussage absolut nicht leiden könnt, aber ich trinke kaum Sekt, ist nicht zwingend mein Ding, aber das ist sicherlich der beste, den ich je hatte. Ne? Also, das ist aber eigentlich ein ziemlicher Rettungsschlag. Vielleicht bekehrt ihr ja Menschen noch zum Sekt trinken dann auch. Naja, das ist aber mir. E.S. schreibt, ich mag den Sekt Premium-Klasse. Ja. Also. Nein, das ist ja das schönste Kompliment, was man als Winzer hören kann, wenn einfach der Wein oder der Sekt schmeckt. Ja? Man arbeitet da so viel dran, da ist so viel Herzblut auch dahinter. Man arbeitet im Weinberg, man arbeitet im Keller. Und im Endeffekt macht man es ja nur, damit das Produkt möglichst gut ist. Ja? Ja. Und das Schönste, was es gibt, wenn einer sagt, Mensch, schmeckt mir einfach gut und das auch noch so schön beschreibt, wie ich es jetzt heute Abend hier höre. Also für alle sehr zum Wohl. Zum Wohl. Und jetzt gleich geht's rüber zum Urgestein. Mhm. Gördis. Anwesend. Ich würde mir mal wünschen, wenn du mir jetzt sagst, wie er schmeckt. Was so deine ersten Eindrücke davon sind. Riesling. Fertig. Nein, ich finde wirklich, der ist so schön typisch Riesling. Man riecht das ganz Frische, das Knackige, dass er einfach auch ein bisschen erfrischt. Es gibt ja Weine, die sind sehr, sehr breit am Mund und sehr anstrengend zu trinken. Und ich finde Riesling halt immer traumhaft, weil er so knackig und frisch ist. So. Riesling ist wie Baywatch gucken. Alles ist knackig und toll. Ja, Baywatch habe ich jetzt noch nicht mitgespielt. Das wird noch. Ich bin eher bei den breiten Sachen dabei. Und nicht knackig und toll. Ja, den gereift und gehaltvoll, ja? Richtig. Danach, ihr Lieben, dann da draußen viel Spaß beim zweiten Getränk beim Urgestein Riesling. Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt den aktuellen Jahrgang im Glas. Ich kann mir den aber auch richtig toll in so 3-4 Jahren vorstellen, wenn er ein bisschen erwachsener geworden ist, der Wein. Gereift halt. Ein bisschen erwachsener geworden. Ich vergleiche auch Wein gern mit Menschen. Weil ein bisschen erwachsen. Am Anfang sind es Kinder und die sind ganz, ganz zugänglich und fruchtig und frisch und halala. Dann haben die so eine Phase, wo sie Teenager werden. Also Michael muss es wissen, er hat ein paar Teenager. Da sind sie so ein bisschen unzugänglicher. Und irgendwann werden sie erwachsen und irgendwie interessanter. Es kommt noch mehr. Ja, wie lange kann man den Wein lagern, den Riesling?
Ja, Riesling ist ja extrem gut geeignet, um auch reifen zu lassen. Je älter natürlich ein Riesling wird, desto mehr Restsüße, vielleicht auch eine süße Spätlese. Gerade wo ich vorhin gehört habe, 10 Jahre verheiratet, ist natürlich ideal, eine süße Spätlese auch zu nehmen, ja? Weil die einfach im Alter mit der Süße unbedingt klarkommt. Aber ich sag mal, so ein trockener Qualitätswein finde ich mega spannend, kommt immer aufs Jahr drauf an, natürlich. Aber so, wenn sie einfach so mal 2 Jahre gereift haben, finde ich sie extrem spektakulär, weil sie dann einfach breiter, ein bisschen schultriger, passen natürlich zum Essen hervorragend. Bei dem Wein sage ich jetzt auch, klar, Abendbrot dazu, Brot, Butter, Schinken, Käse, ja, vielleicht ein Jahr gereifte, aber auch jetzt im Sommer mit diesen frischen Primäraromen. Und ja, für mich ist das einfach so ein Wein, ich sage da immer, Flasche aufdrehen, leer trinken, Spaß haben. Auch so ein bisschen das Unkomplizierte, wir lassen ihn auch bewusst immer ein bisschen länger am Stock, damit auch die Säure so ein bisschen abpuffert, einfach am Stock die Säure abzupuffern, ist das Beste. Und das ist für mich einfach ein Wein, der ideal ist natürlich zum Abendbrot, aber ganz klar, ein Riesling, wenn der mal 3 Jahre länger jetzt als Urgestein im Keller liegt, auch gut. Ja. Aber um richtig alt werden zu lassen, klar, dann gerne auch ein bisschen Restsüße oder ein Eiswein. Das ist natürlich ein Wein, 80 also, Jahre, kein Problem. Also die Isa fragt zum Beispiel, wie lange kann dieser Wein gelagert werden maximal? Ja. Also sagst du am besten gar nicht, sondern direkt trinken, sondern aber 2-3 Jahre würdest du empfehlen. Genau, das ist so. Dass, also ich bin einer, der auch happy ist bei so einem Wein, der jetzt einfach diese frischen, primären Aromen hat. Aber ganz klar, wenn er jetzt 1-2 Jahre mal gereift ist zum kräftigen Essen, ich sage jetzt mal Weihnachten oder ich sage jetzt im Sommer, bleiben wir im Sommer, Grillsaison, ein kräftiges Steak zum Beispiel. Wenn er dann so ein bisschen gereifter ist, Schulter hat, weil ein Steak ist ja auch etwas, was einfach einen kräftigen Weinbezug braucht, ideal, 1-3 Jahre. Aber ist natürlich auch jetzt schön, wenn er jetzt einfach, wie mir jetzt auch schmecken, diese frischen Primäraromen, die jetzt einfach auch Spaß machen, wo ich einfach sage, Flasche aufdrehen, praktisch heute mit einem Schraubverschluss, unkompliziertes Wein trinken. Und ich bin auch einfach mal ein Freund, wo ich einfach sage, einfach guten Shoppen trinken, wie wir hier im Rheingau sagen. Und jo. Aber du kannst, der hat ja wirklich auch dieses, das habe ich gelernt, das Wort, mussierend. Ja? Oh ja. Gut aufgepasst, Oliver. Natürlich. Ja. Danke, Herr Pinot, der hat mich da geschult in der Herr Wilpsbäumer. Dass du halt diesen Zug hast, ne? Du hast dieses Gefühl, dass man, oh, man könnte noch ein Gläschen davon trinken, ne? Dieses Prickelnde ist es ja, ne? Ja, diese fein mussierende Kohlensäure. Ja. Ja. Und das hatte ich mal, ich gehe ja gerne segeln, oben in Kiel. Ich auch. Habe ich ja, okay. Also, sollten wir mal zusammen machen. Also oben in Kiel, Schilksee. Ein Freund von mir hat eine Segelschule. Und da habe ich das auch mal gesagt, fein mussierende Kohlensäure. Und jedes Mal, wenn ich immer zu ihm komme, ist das immer der Running Gag, diese fein mussierende Kohlensäure. Und er sagt immer, ich schmecke da gar nichts, aber dein Wein schmeckt gut. Ja. Du, es wird gefragt, der Bastian fragt, verkauft ihr das Groß eurer Weine direkt oder über von Kapf? Kann man das sagen, oder? Ja, darf man ja ganz klar sagen. Also ich sag mal, wir haben ja zu Hause ein ganz, ganz tolles Restaurant. Also wer noch nicht im Rheingau war, gerne mal vorbeikommen. Wir haben ein super Restaurant, einen ganz tollen Küchenchef. Also bei uns gibt es keine Fertigprodukte, Convenience, wie man es heute sagt. Es gibt keine Soßenbinder, sondern es wird wirklich top gekocht. Ich würde auch behaupten, wir können zu Top 10 im Rheingau, was das Essen angeht. Und dieser Olli guckt schon ganz groß. Ja. Wir kriegen Hunger langsam. Ja. Langsam, ja. Ich hatte heute noch nichts. Ja, und damit sage ich, sind wir halt ganz klassisch endverbraucherorientiert. Also bei uns ganz, ganz viele Leute, die ins Weingut kommen, essen, trinken und anschließend 12 Flaschen Wein unterm Arm haben. Darüber hinaus haben wir viele Weinfeste. Das heißt, wir verkaufen schon einen Großteil unseres Weines ganz normal an Endverbraucher, die einfach im Weingut vorbeikommen und den Wein natürlich also direkt in den Kofferraum laden. Und darüber hinaus haben wir tolle Partner, die Ludwig von Kapp, die für uns einfach am Markt präsent sind und wirklich den Wein auch über unsere Türschwelle hinaus weiter in der Republik bekannt machen. Sehr gut. Also jedenfalls, die Astrid schreibt, tolle, frische Harmonie, Gruß aus Schilksee. Und C.S. schreibt, fragt, passt der Riesling gut zu Fisch oder was ist eure Meinung? Ich weiß von der Jördis, dass sie gerne kocht auch und gerne in der Küche steht. Frage an dich, was würdest du zum Essen empfehlen zu dem Wein? Wenn man für jemanden kocht, den man richtig, richtig gerne hat, dann würde ich sagen Zitronenrisotto und ein bisschen Lachs. Aber Risotto ist halt etwas, das kocht man nur für Leute, die man liebt, weil dieses ständige Gerühre, das macht man nicht für irgendwen. Aber das kann ich mir da sehr, sehr gut so vorstellen. Diese leichte Säure und das sehr breite vom Risotto und dann ein schöner Lachs dazu, das müsste schon ganz gut funktionieren. Ja. Also Lachs ist ein toller Fisch, weil der halt auch einen höheren Fettanteil hat.
Und gerade einen höheren Fettanteil und auch gerade Säure passt ideal zusammen. Ja. Aber ich bin drüber hinaus, auch ich glaube, wir müssen immer heutzutage ein bisschen aufpassen auf die Kohlenhydrate. Aber was natürlich toll ist, ein schönes Abendbrot und mit schöner Butter und schönen Käse und schöne Wurst direkt gekauft bei Metzger. Das ist natürlich auch etwas Schönes. Und das ist für mich halt so ein Wein, wo ich einfach sage, ein tolles Abendbrot, sich in die Weinberge gesetzt, die Picknickdecke. Also wir haben gerade letztens schön Picknick in Weinbergen gemacht. Wir haben da so einen Weinberg, wo wir einen Blick ins Rheintal haben. Ein bisschen Wein mitgenommen und ein schönes Abendbrot und draußen einfach ein schönes Abendbrot gemacht. Aber wie gesagt, die Frage war natürlich, ob es zum Fisch passt. Ich finde Fisch oder jetzt, also bleiben auch Sushi oder so, das ist ja auch klassisch. Das passt, finde ich, hervorragend zum Riesling. Das macht richtig Spaß. Und ja. Ja, beim Sushi bin ich eher bei deinem Amor. Da kommen wir ja gleich. Perfekt. Ich habe es vorweg genommen. Ich sag mal so, ich finde hierzu großartig, wie immer, eine Currywurst. Ist so ein, herrlich. Ja, sage ich immer als Kind des Ruhrgebietes, ich liebe eine Currywurst dazu. Also ich könnte mir da echt nicht eine Currywurst zu vorstellen. Ja, aber wir haben ja hier aber auch ein Risotto. Also so ist es nicht. Ja. Ich bin da jetzt nicht so ein Kostrechter. Jördes, ich habe der Michael fragt. Ich weiß gar nicht, worauf er sich genau bezieht. Aber ich gebe die Frage einfach mal so weiter. Welches Glas würdet ihr empfehlen? Habe Bordeaux oder Cabernet Sauvignon zur Auswahl? Cabernet Sauvignon, Entschuldigung. Ich würde das Cabernet-Glas nehmen, weil der braucht nicht so viel Platz, der Wein. Der muss nicht so ein breites Glas kriegen. Also ich habe zum Beispiel auch meine schmalsten Weißweingläser genommen. Ah, aufs welches Glas? Jetzt verstehe ich es. Oliver, wer lesen kann, ist klein Vorteil und auch langsam lesen. Michael, verzeih mir. Also so einfach stehen die auch da unten im Schüttel mit dem Kopf und denken sich, was ein Idiot. Aber Fehler dürfen gemacht werden. Der Christopher fragt, das ist auch hier an Michael Trenz zum Beispiel, weil das Thema hatten wir gerade. Wärt ihr böse, wenn ich den als Schorle probieren würde? Pfälzer halt. Naja, da kann ich nur dazu sagen, also ich habe ja auch 2 Hektar in Südafrika, mache ich ja auch seit 2002. Und Südafrika habe ich erlebt, dass mein Freund Eiswürfel in den Wein gemacht hat. Habe ich natürlich erstmal geschockt, Eiswürfel in den Wein, das schmilzt und so weiter. Aber ganz klar, im Hochsommer, wenn es denn extrem heiß ist, momentan will der Sommer ja gar nicht so starten, aber wenn es jetzt mal wirklich deutlich über die 30 Grad geht, dann muss natürlich auch Alkohol reduziert werden, weil das wissen wir alle, wenn es heiß ist und wir vielleicht hungrig sind, der Alkohol geht schnell in den Kopf. Ich persönlich aber sage halt, ich mache es auch anders. Ich bin halt natürlich Winzer und will halt auch probieren, wie der Wein schmeckt, vielleicht auch ein Wein vom Kollegen, gerade im Glas. Und ich trinke immer den Wein pur. Und trinke aber ein ganzes, also eigentlich ist es für mich ganz klassisch, wenn ich eine Flasche Wein trinke, trinke ich auch eine Flasche Wasser dazu. Ja, also immer halbe, aber extra. Aber das ist meine Einstellung, weil ich natürlich auch Winzer bin und immer dann ständig am Riechen und am Probieren und gucken und überlege, was hat der Winzer da gemacht, warum ist der Wein so gut? Aber umgekehrt sage ich halt, Wein trinken ist ja heute einfach ein Getränk, was einfach toll ist, was einfach Spaß macht. Und wenn dann Wasser reingemacht wird, ist das für mich okay, dann bin ich nicht am Heulen. Aber ich sage halt, wie ich es gerne mache, ich trinke halt ein Glas Wein und trinke halt ein Glas Wasser dazu. Okay. Ja? Also wichtig bei mir dann im Bauch. Wenn ich jetzt, ich entschuldige, dass ich dich unterbreche. Manchmal kommt das nicht so. Isa Richter empfiehlt einen Seeteufel zu dem Riesling. Ja. Und Schachenmeier, weiß ich nicht, Herr oder Frau Schachenmeier, sagt, gute Pasta mit Brokkoli und Sardellen. Ja? Ich finde halt auch einfach mit guten Freunden zusammen. Ich finde den, das habe ich aber schon mal vor kurzem gesagt, der ist halt, den kannst du gut, also der ist lecker. Also ich glaube, der findet eine breite Masse einfach. Ja, also für mich halt, also Seeteufel kann ich absolut nachvollziehen. Das ist auch einer meiner Lieblingsfische. Hässlicher Kerl vom Aussehen, ganz klar. Ja. Ja, der hässlichste Fisch, aber super leckerer Fisch. Aber dann Pasta, ganz klar, in allen Varianten, ja, klar, mit Garnelen, mit Trüffelöl und. Also das finde ich halt auch schön. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass dieser Trinkspaß da bleibt und das Essen halt irgendwo auch gut ist. Und für mich ist das immer wieder was Besonderes, wenn wir abends uns überlegen, was für ein Wein machen wir auch. Meine Lebensgefährtin wird immer Trendswein.
ich trinke gerne auch mal Wein von Kollegen, muss ich einfach sagen, weil ich gerne tausche. Ich bin so einer, ich tausche keine Visitenkarten, ich tausche Weinflaschen mit Kollegen, ist ja klar. Und dann hast du immer so ein Köfferchen dabei. Ja, ich sag mal, man ist ja auch manchmal auf Messen oder wo, und das ist ja auch immer schön, für mich auch spannend. Aber in letzter Zeit... Ja, ich kriege von allen anderen Wein auf Kopfschmerzen. Aber irgendwie von Michael, vielleicht liegt das daran, dass ich den Michael liebe, aber trotzdem bekommt mir der Wein sehr gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt gucken wir mal, wie gut uns der zweite Wein bekommt. Bevor es dazu geht, sage ich, achso, der Christoph Kühnert hat auf die Schorle nochmal geantwortet und sagt, okay, er ist pur besser. Ja, wenn das ein Felser sagt, das ist schon ein Kompliment. Ja, also finde ich auch. Also Bastian schreibt übrigens, sehr sympathischer Winzer. Kann ich auch nur so zurückgeben. Und auch eine sehr sympathische Jordis. Ja, kann ich auch. Finde ich auch. So, ihr Lieben da draußen, es geht jetzt zum Amor. Amor. So, die Annas, da schlafen bald ein. Nee, die sind noch fit, oder? Doch, seid ihr noch da? Dann macht so. Yeah. Ja, großartig. Ihr Lieben, als Dankeschön für euch gibt's einen Dankeschön-Code übrigens. Und zwar, der heißt dieses Mal Danke523. Und dieser Rabattcode, der ist 15% beträgt, der Rabattcode, der ist gilt bis zum 25.07. und ist nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen oder Rabattaktionen. Aber wenn ihr sagt, okay, der Urgestein, der wär's, ich bestelle mir ein Kistchen, dann gebt einfach den Rabattcode 523, danke 523 ein und schon zack, 15% rabattiert. Ihr dürft natürlich auch bei mir im Laden vorbeikommen. Ihr müsst nicht online bestellen. Richtig. Wollte ich gerade sagen. Nein, danke, dass du mich da verbessert hast und unterstützt hast. Dann kommt einfach nach Stade zu Jördis und kauft den Laden leer und kriegt überall 15%. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, gehen wir rüber. Ein gut Trendsatz Zuwachs bekommen, was sehr, sehr klein So, jetzt brauchen wir nicht mehr über Wein reden. Wir beobachten einfach. Ja, genau. Es war auch gerade ein falscher Moment, wo es ums Verkaufen ging. Ja. Aber unsere kleine Maltipu-Belfe hat die ganze Zeit an unseren Füßen geknabbert. Jetzt sagt man, holen wir sie wenigstens mal hoch. Wahrscheinlich hat sie gedacht, was passiert denn hier oben? Ja. Wie heißt der Hund denn? Lucy. Lucy. Bei vier Jungs braucht man ein Mädel. Und ja. Unterstützung für dich, Susanne. Genau, genau. Wir halten auch dich zusammen, gell, Leute? So, wir lassen wieder unter den Tisch. Also aber damit alle mal wenigstens wissen, wenn wir nach unten gucken, warum wir nach unten gucken. Ein bisschen aufregend für sie. Jetzt ist nicht nur Lucy dabei, sondern der Bastian ist auch dabei. Der schreibt, bei Amor bin ich im Boot. Endlich, weil er ein bisschen mit der Säure Probleme hat. Ja. Und deswegen, obwohl ich die beiden jetzt nicht, also es liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, ich fand jetzt beide den Sekt und den Urgestein, fand ich säuremäßig, also wirklich völligst angenehm. Und das ist ja echt so ein bisschen der immer so Riesling ist, so drin und Säure und so, aber ich glaube, die Zeiten sind ja auch ein bisschen vorbei, ne? Wie wir gerade schon ein bisschen besprochen hatten. Ja. Definitiv, die Rieslinge haben heute nicht mehr die Säure, auch durch die, also wenn man mal der Klimaerwärmung, es gibt ja nichts, was man der Klimaerwärmung gut sprechen kann, aber die Klimaerwärmung hat uns halt auch geschafft, richtig gute Weine zu produzieren. Ja. Jetzt bringen wir erstmal den. Ja. Jetzt war das gehen Zeichen wir zum von dir. Amor. Der Wein, der in Stade wahrscheinlich schon ganz viele Beziehungen gestartet hat. Also ist das so, ist das ein Kuppelwein? Nee, immer wenn jemand kommt und will einen Wein fürs erste Date und weiß nicht ganz genau, was der Datepartner trinkt, gebe ich unheimlich gern den Amor mit. So, jetzt können wir ja gucken. Da sind ja bei Anna sind ja mehrere Annas am Tisch. Dann können wir ja mal gucken. Da sind ja auch ein paar einzelne Herren. Vielleicht können wir ja auch verkuppeln hier online. Ne? Mit dem Code 523. So, bekommen Sie Christopher macht Daumen hoch. Anna geht mal rein und guckt, wie der Christopher aussieht. Und vielleicht können wir da irgendwie was vermitteln. Ne? Wenn der Amor es macht, in dem Sinne. Zum Wohl. Auf euer Wohl. Zum Wohl.
Also ich weiß, was ich nach der Weinprobe mache, nämlich die Flasche mit auf den Balkon nehmen und ihn verkosten. Ja. Wir trinken ihn leer. Amor ist der Hammer. Rieke schreibt, wahnsinnig toll. Bastian, Frucht ist gigantisch, Säure präsent, aber lecker, frisch, unproblematisch, angenehm, leicht. Also. Ja, genau. Gerade das Wort leicht. Ja, gerade das Wort leicht finde ich bei dem Wein ganz, ganz wichtig. Also Cabernet, wenn ihr ihn mal rumdreht, hinten ist ja der Alkohol drauf. Ja. Ja, und da seht ihr halt relativ moderater Alkohol, klar. Bei den Feinherben. Bitte? 10,5. Mhm. Ja, und das ist halt das Schöne. Also wir haben, ich sag mal, zwischen 10,5 und 11 kriegen wir so ungefähr hin. Kommt immer aufs Jahr drauf an. Und das ist halt für mich einfach schön. Ich sag jetzt mal ganz klassisch, ich komme abends nach Hause oder wir kommen nach Hause und wir haben einfach Hunger und wollen schon mal ein Glas Wein trinken. Und dann finde ich es einfach schön, so einen leichten Cabernet schon mal zu trinken. Ja? Das wird im Rheingau auch nicht mit Trinken bezeichnet, sondern das ist, und da bin ich dann wieder in der Pfalz. Ja, das ist schon so ein bisschen, also das ist schon fast schon die Schorle. Also das ist moderates Weintrinken. Bei 10,5 oder 11 Volumenprozent kann ich auch einfach mal ein Glas trinken. Oder ich sage jetzt mal klassisch an die Männerfront gedacht, wir machen den Grill an, es dauert noch, bis die Glut durchzieht, es dauert, bis das Fleisch endlich durch ist. Können Frauen genauso Stunde gut. Ich glaube, die Jördis kann genauso gut sagen, ach, da trinken wir ein Fläschchen, bis der Grill fertig ist. Und die Susanne, ja, ich habe aber keinen Grill. Die Susanne. Aber ich habe die Flaschen und ich trinke den auch, bevor wir es endlich fertig haben. Ja, das Schlimme ist ja zu meiner Schande, ich habe jetzt seit einem Jahr einen Gasgrill. Wahrscheinlich, damit ich schneller ans Weintrinken komme und nicht so viel Arbeit mehr habe. Und das ist halt für mich einfach schön, wenn man einfach so schon mal ein Glas Wein trinken will, hat Hunger und dann trinke ich einfach erstmal einen leichten Cabernet. Und das finde ich einfach schön und ich liebe das im Sommer, so ein Cabernet. Ich trinke unheimlich gerne einfach ein Cabernet, weil es einfach immer leichtere Weine sind. Klar trinke ich auch gerne kräftige oder gereifte Weine, aber gerade so, was auch den Sommer angeht, einfach so einen leichten, fruchtigen Riesling, schöne Frucht. Und das ich trinke das Glas leer und habe schon wieder Lust, Wein zu trinken. Es ist tatsächlich... Der bringt sogar bei 30 Grad Spaß. Ich bin jetzt hier, der Bernd schreibt, ich war da auch so ein bisschen wie Bernd, wo ich das so, oh, fein her, muss ich mal gucken, ne? Aber der schreibt auch, ich trinke eigentlich nur ungern Feinherb, aber euer Amor ist der Hit. Kann ich also auch tatsächlich sagen, also du hast ja trotzdem auch diese Mineralität, ne? Also dieses Prickelnde. Ja. Habe ich ja jetzt gelernt in den letzten Sendungen, dass dieses Prickelnde diese Mineralität ist. Ja? Ich bin ja lernfähig, auch wenn ich manchmal nicht so wirke. Aber das ist wirklich, also der ist, also ich gebe dir da vollkommen recht, den kann man wirklich so recht unkompliziert leicht aufmachen und ist gut. Also der Sven schreibt, ist der spontan vergoren? Ja, also... Was? Und dann kommt jetzt meine Frage, was ist spontan vergoren? Und dann kann ich nur sagen, dass ich es verstehe und einfach in einem Satz oder zwei. Okay, das ist schwer, in zwei Sätzen. Also ich sag mal so, auf jeder Traube sind ein paar Hefen drauf. Das heißt, wenn man dann eine Traube presst, kommt der Most raus und die Hefe vom Weinberg fängt der Most auch an, irgendwann zu gären. Aber das, was spontan ist, weiß man nie so, was hinten rauskommt. Das heißt, wir vergären ganz, ganz viel bei uns im Betrieb spontan und wir vergären aber auch mit Reinzuchthefe. Reinzuchthefe hört sich fürchterlich an, aber Reinzuchthefe ist nichts anderes. Das ist ein Wein, der durchgegoren ist und die Hefe, hat man dann einfach selektiert, hat die weiterentwickelt, um einfach andere Weine oder Moste damit anzusetzen. Ist ja auch nichts Schlimmes. Im Prinzip ist es eine ehemalige Spontanvergärung, die jetzt eine Reinzuchthefe heißt. Hört schon nicht schön an vom Namen. Das heißt, wir geben da Hefe dazu. Und bei uns ist es eigentlich immer eine grobe Mischung, denn wir vergären halt ganz, ganz viel spontan, aber eher so im ersten Gewächsbereich, teilweise in der Spätlese, alte Reben, in dem sehr kräftigen Bereich. Aber es bleiben halt ganz, ganz viele Tanks und auch Holzfässer hängen. Und dann wird es auch immer ein bisschen rein verschnitten. Im Kabinett ist in der Regel, ich sage jetzt mal so 20% rein, 20% spontan vergoren und 80% mit Reinzuchthefe. Wobei das Wort Reinzuchthefe verwende ich gar nicht so gerne. Hört sich fürchterlich an, aber machen alle Winzer so und das muss man auch ehrlich sagen. Und ich bin ein ehrlicher Winzer und sage, dass wir da einfach diese Hefe verwendet haben, logischerweise, aber einfach um eine Sicherheit zu haben, dass dieser Wein auch einigermaßen in den trockenen Bereich oder wie hier in den Feinherbenbereich kommt.
Aber wie gesagt, Reinfruchthefe ist auch nichts Verwerfliches. Es ist nichts anderes von einem Wein, die Hefe genommen und die einfach selektiert, weil sie besonders gut war. Ja? Also somit 80% ist Reinzuchthefe und 20% umgekehrt, 20% spontan und 80% Reinzuchthefe. Aber spontan ist da jetzt nichts Negatives eigentlich, oder? Es ist gar nichts Negatives, aber du weißt nicht, was hinten rauskommt. Ja? Okay. Und deswegen machen wir das bei den Hochwertigen, machen wir das auch gerne, weil wir da wirklich den Charakter vom Weinberg auch noch mehr rauskitzeln wollen. Aber es bleiben ungefähr 30% dann vielleicht auch hängen, die eigentlich trocken werden sollten. Ja, und da wir ja einen gesamten Betrieb haben und natürlich auch trockene Weine brauchen, feinherbe Weine, restsüße Weine, müssen wir es auch so ein bisschen planen. Denn wenn man es nicht plant, kann es auch sein, dass der ganze Keller auf einmal süß bleibt. Ja? Und das funktioniert halt nicht. Ja? Also aber das Wort Reinzuchthefe und spontan vergoren, momentan benutzt man oft spontan vergoren. Und wenn man dann aber auch mal in den Betrieb reinschaut, stehen dann doch irgendwelche Päckchen rum mit Hefen. Und deswegen, ich bin da immer ein ehrlicher Winzer und sage, so machen wir es. Und das ist ja auch was Gutes, denn wie man hier riecht und schmeckt, hat man schöner Wein. Ja. Definitiv. Er kommt auch grandios an. Also Dennis Schlag schreibt, der ist einfach sensationell. Christopher passt auf jeden Fall zu Fisch. Bastian Feinhepp. Ach so. Ah, guck mal, da hat er mir. Feinhepp hat definitiv nichts mit Süß zu tun. Amor ist der Beweis. Finde ich auch tatsächlich. Da gebe ich dem Bernd recht. Bastian, Entschuldigung. Ja, hört sich auch so gut an. Und ich glaube auch 80%, wenn man den Wein eingeschenkt bekommen würde und der Sommelier oder Kellner würde sagen, hier ein schöner, trockener Wein, würde sogar glauben. Ja. Und das ist ja auch das Schöne. Wenn ich nicht weiß, was meine Gäste trinken, ein feinherber Kabinett passt immer. Wenn ich weiß, die Leute wollen sich lieben. Feinherber Kabinett passt immer. Passt immer, genau. Man kann sich nicht so in die Nesseln setzen halt. Genau. Okay. Nein. Ist auch eine schöne Weinempfehlung. Also ich dachte jetzt mal, so ein feinherber Kabinett, perfekter Wein. Kann man den ganzen Abend zum Salat zum Beispiel als Starter, zum Sushi, wie wir vorhin auch mal gesagt haben, ist das halt ideal. Ja? Gucken wir wieder nach unserem Hund. Okay, alles gut. Das müsste auch genial sein zu irgendwas indischem Scharfen, wenn man so diese richtig knackige Schärfe hat und dann diese leichte Süße dazu. Ich habe was. Ja, das, ja. Currywurst? Currywurst. Ja. Nach scharfen Currywurst würde auch großartig passen, denke ich. Ja. Oder? Ja, und die Schärfe kommt auch gar nicht mehr so scharf rüber mit der Säure. Das wird extrem abgepuffert. Ja. Naja, du hast ja dann dieses schöne Spiel. Ne? Scharf, ein bisschen süßlich, Säure. Zack, macht es rund, die ganze Geschichte. Ja. Hier wird gefragt, enthalten eure Rieslinge Sulfite? Ja, dann steht auch auf jeder Flasche hinten drauf. Ist auch kein Geheimnis. Warum steht es hinten drauf? Weil es Leute gibt, die hochgradig allergisch sind gegen Sulfite. Aber der normale Mensch ist da nicht allergisch. Ist nichts anderes wie Schwefel, wenn ich es jetzt mal einfach bezeichne. Die Römer hatten schon Schwefel eingesetzt, um Weine steril zu halten. Es gibt auch keine Alternative. Es gibt keinen Wein ohne Schwefel. Funktioniert nicht. Aber meine Sicherheit, wir setzen ganz, ganz wenig Schwefel ein, um die Weine schön werden zu lassen natürlich. Und ich sag mal, es gibt nie das Problem, dass jemand sagt, oh, ich habe zu viel Riesling getrunken, jetzt habe ich ein Problem mit Schwefel. Das Problem ist, wenn man zu viel Wein trinkt, und das steht auch hinten drauf, ist der Alkohol. Und damit muss jeder natürlich im Klaren sein, aber man kriegt nie gesundheitliche Probleme wegen dem Schwefel. Denn in der Luft ist Schwefel. Und klar, dieses Kriterium bei Schwefel, um da auch mal jetzt ein bisschen weiter noch zu gehen, heißt natürlich, es sind Kopfwehweine, bei uns definitiv nicht, weil wir da ganz moderat mit umgehen. Wir verkaufen unsere Weine ja nur in Deutschland, wir haben kaum Export, geringfügig. Und das ist halt für uns ganz, ganz wichtig, dass unsere Weine, also ich sage immer, wäre ich Kellermeister in einer großen Kellerei, würde meine Mitarbeiter definitiv sagen, viel, viel Schwefel rein, der Wein geht in den Export, der geht irgendwo hin. Aber da wir ja wirklich nur Wein in Deutschland verschicken, ist das einfach der moderatste Schwefeleinsatz, den man sich nur vorstellen kann. Ja, also wenn jemand Probleme damit hat, dann muss er bei uns kaufen, weil wir wirklich damit ganz, ganz sorgfältig und gering umgehen, weil unsere Wege ja wirklich nur in Deutschland sich bewegen, wo wir den Wein verkaufen. Also, Herr oder Frau Schachenmeier, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Jördis, hier schreibt die Isa Richter, Stade ist eine tolle Stadt mit einem tollen Steakhouse. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt. Wir haben mehr als nur ein Steakhouse, ist gerade das Problem.
Oder, und dann frag dich, habe ich eine Frage an dich. Und zwar fragt die Astrid, wie kann man als Bremer Weinhaus eine Weinprobe an einem so wichtigen Fußballabend veranstalten? Ja, jetzt werden gleich ganz, ganz viele abschalten. Um 8:30 aber erst, dann machen wir ja auch aus. Ja? Nee, weil jetzt muss ich ja leider sagen, ich bin ja keine Bremerin, ich bin ja Starterin und ich bin Pauli-Fan. Deshalb ist mir ziemlich egal, was heute passiert. Ja, und dann ist noch, Lars schreibt, Wein und Fußball geht ganz gut. Der Beweis ist Michael Trenz, er ist nämlich leidenschaftlicher Fußballer. Richtig? Ja, unbedingt. Also ich bin ja Mitglied in der deutschen Nationalelf der Winzer. Also, es gibt also eine Nationalmannschaft der Winzer, wo ich natürlich aktiver war vor 10 Jahren. Und jedes Jahr, wo ich länger dabei bin, werde ich weniger gebraucht. Weil wir ganz gut sind, also wirklich haben eine tolle Mannschaft und waren auch schon mal Europameister. Also es gibt da einige Länder, die sich daran beteiligen, also Slowenien, Italien, die Schweiz. Und das ist halt wirklich etwas sehr, sehr Tolles und Fußball verbindet. Und gerade Fußball und Wein ist natürlich richtig schön. Wir machen manchmal fabelhafte Spiele. Also eines meiner schönsten Spiele, um da gerade mal zu sagen, war letztes Jahr waren wir in Rom und haben gegen den Vatikan gespielt, was ein tolles Spiel war. 1-1 übrigens. Aber die waren unfair und die Spiel... wahrscheinlich. Ganz unfair. Die waren gar nicht ganz unfair. Ja. Im Vatikan. Ja. Aber wir hatten eine Privataudienz vorab beim Papst und von daher hat er wahrscheinlich auch gesagt, hier, jetzt lasst es 1-1 genau. ausgehen. Seid fair und lasst es 1-1 ausgehen. Okay. Das war ein mega tolles Event. Aber das kann ich mir vorstellen, also, dass es eine schöne Erinnerung war. Ja, und das ist, macht auch Spaß. Und wie gesagt, ich war früher leidenschaftlicher Fußballspieler, aber mit 47 wird man, die Einsatzzeiten werden immer geringer. Und ich habe immer festgestellt, je älter man wird, desto weiter wird man nach hinten gestellt. Aber wir sind gleich, ich bin ein Jahr jünger als du. Ja? Siehst du. Aber, Jördis, was sagst du denn? Apropos Alter, 2 Jahre, 3 Jahre reifen lassen, den Wein noch? Kann man machen. Ich finde, man kann ihn aber auch jetzt schon richtig toll trinken, weil das ist halt, ich nenne den mal Spaßwein. Weil der ist nicht so, dass er mit einem diskutiert, sondern der möchte einfach getrunken werden. Das ist wir haben ihn ja auch jedes Jahr frisch. Also es gibt ihn ja auch jedes Jahr frisch. Den braucht man nicht liegen lassen. Deshalb würde ich schon sagen, wir kümmern uns um den Bestand, den wir haben und nächstes Jahr sehen wir weiter. Genau. Ihr Lieben da draußen, schreibt eure Fragen, eure Kommentare in den Chat bei Zoom, bei YouTube oder bei Facebook und dann werde ich sie verkünden, verlesen, in jeglicher Form auch immer. Singen weiß ich jetzt nicht als singendes Telegramm, ich glaube, das wollt ihr nicht. Auf jeden Fall werde ich eure Kommentare und eure Fragen hier stellen und ihr dürft auch gerne Fotos von euch machen bei der Weinverköstigung und sie unter Hashtag Ludwigs Weinprobe posten, würden wir uns sehr freuen drüber. So, nach all dem Wein kommen wir jetzt zum Gin. Wie bist du denn auf die Nummer gekommen? Ja, ich glaube, also ich sag mal, im Endeffekt bin ich ja ein Winzer, der früh den Betrieb übernommen hat. Und damit brauchen wir immer Herausforderungen. Ganz klar war es auch ein Mitarbeiter, Thomas Korsch bei uns, der das auch mal in Überlegung gebracht hat. Und ich war schon immer einer, der, ja, ich sag mal, wie ich ja vorhin schon erzählt hatte, mit 21 im Betrieb komplett übernommen. Und was ich immer schade fand, ich wollte damals ein Praktikum in Südafrika machen. Aber damit bin ich dann irgendwann nach Südafrika gekommen, 10 Jahre später, dass ich da halt 2 Hektar Reben habe. Ich habe auch mittlerweile eine Kooperation mit Portugal. Also mehr darf es gar nicht werden. Aber Gin fand ich halt auch immer schon dann extrem spektakulär. War nie das Getränk meiner Jugend. Muss ich wirklich sagen, kannte ich eigentlich nur von Queen Mum. Die hatte, glaube ich, immer mal Gin getrunken. Ja, und als alter Seefahrer war immer gut gegen Skorbut. Nee, das war ja, genau das Gleiche. Du musstest das Tonic Water trinken gegen die Tonic Water war es aber. Wie haben es denn mit Gin gestreckt, weil es besser schmeckte? Ja, du hast ja im Grunde war es ja, ist ja nichts anderes als ein Doppelwacholder dann manchmal auch gewesen, oder? Aber ja, im Prinzip nichts anderes. Im Tonic. Und da schmeckte früher schmeckte Tonic echt eklig.
Und dann hat man Gin reingekippt und schön war's. Also wir waren bei Queen Mum und dann hast du dir gedacht, jetzt mal. Ja, genau, und dann, genau, und das wissen wir alle, vor 10 Jahren ist ja, ich sag mal, wirklich die Gin-Mania dann durch die Decke gegangen. Und wir hatten witzigerweise, hat uns jemand angerufen, weil ich, wie gesagt, 2 Hektar in Südafrika habe und die Birkenhof-Brennerei im Westerwald, was eine der Top-Brennereien ist für mich hier, die haben damals gesagt, sie haben einen Sohn und der würde gerne ein Praktikum in Südafrika machen. Und damit kam halt dieser Kontakt zur Birkenhof-Brennerei, wo wir dann probiert haben zu vermitteln und seinen Kontakt. Und da haben wir halt einfach gesagt, hier, sag mal, wie sieht das aus mit Gin und können wir da nicht mal was machen? Und wenn du mich jetzt fragst, was ich einer der schönsten Gerüche dieser Welt finde, dann ist es wirklich, wenn ein Holzfass frisch leer gemacht wird. Wenn du ein Holzfass hast, du hast den Wein, wo auch 2 Jahre vielleicht Riesling drin war, bei der alten Rebe, erstes Gewächs bei uns, großes Gewächs, besser gesagt, und machst da den Riesling raus und riechst an diesem Holzfass, da kommen extrem diese Pfirsich, Maracuja, ganz tolle exotische Früchte. Und dieses Aroma bleibt teilweise nur 6 Stunden, 12 Stunden. Warum? Weil der Wein da drin ist ja oxidiert. Man kennt das ja, der Wein wird braun und dann fängt es an zu muffeln. Und wir nehmen uns zunutze, dass das Wacholderdestillat, was ja sensibel ist für Aromen aufzunehmen, das heißt, unsere Fässer werden leer gemacht und innerhalb von 3 Stunden fahren wir das Fass in den Westerwald und da stehen wir auch schon direkt parat und machen das Wacholderdestillat rein. Und damit nimmt er extrem das Aroma auf von einem Riesling, von einem Fass, wo mehrere Jahre Riesling drin war. Wie du jetzt eben, du hast ja die Flasche schon mal hochgehalten. Ja, habe ich. Ich habe auch schon dran gerochen. Ja, unser Gin, habe das Hühnchen aufgestellt. Genau, ist ja auch braun, unser Gin. Warum? Weil er natürlich im Holzfass lag, so ungefähr 8 Monate. Und das ist, ja genau, wir machen es auch schon auf. Ja. Auf dem Tütchen übrigens, wer das dann auch hat, darf steht ich übrigens alles sagen, auf. Dass ich die Flasche sehr schön finde, wenn ich das sagen darf. Also die Flasche, ich mag ja, das euer Etikett sehr. Da habe ich gerade schon gelesen, dass der Design Michael Apitz, großes Respekt, also großes, ich finde das sehr schön. Also ich finde, es passt sehr gut zu einem Winzer, der Gin macht. Ja, da muss ich gerade auch noch sagen, Michael Apitz spielt auch in der Weinelf Fußball. Ist ein Künstler, ein Rheingauer Künstler, der auch hauptberuflich sein Geld damit verdient. Und er hat das Etikett gemacht mit dem kleinen Traktor und die Rebe. Und das ist halt für mich was Besonderes, weil es auch ein sehr guter Freund von mir ist. Und ja, wie gesagt, wir legen halt das Wacholderdestillat in Holzfässer, wo 8 Monate, nicht 8 Monate, da war mehrere Jahre, also 2 Jahre Riesling drin. Und dann legen wir es rein und dann bleibt er ungefähr 8 Monate drin. Und wenn du mal riechst, genau, du nimmst schon an der, ich finde es auch immer schön, an der Flasche schon mal zu riechen. Ja. Ja. Und das finde ich halt, das extrem so ein bisschen Grapefrucht, wenn du mal dran riechst, ja. Ja, du hast Grapefruit und halt so ein bisschen, also ich habe ihn tatsächlich noch nicht probiert, aber ein bisschen pfeffrig, ne? Finde ich. Ja, genau, Pfeffer, sehr gut. Als, ist ja auch noch als Besonderheit bei uns, als Botanical mit dabei. Aber ich finde halt, und das ist halt, was mich erinnert, aber das kann ja keiner verstehen, wenn man mal an einem Holzfass gerochen hat, diese exotischen Früchte, die auch teilweise drin sind. Und halt auch diese Grapefruit, die aber auch durchs Holzfass kommt. Und diesen Geruch liebe ich. Und das erinnert mich extrem an diesen Geruch, wenn ich an frisch leergemachte Holzfässer rieche. Und das ist halt das Schöne. Ich schenke es auch mal ein ins größere Glas. Als so, ich mach mal ein bisschen weniger als sonst. Lässt du nach, Olli? Nee, aber sonst könnte so die letzten 10 Minuten recht aufregend werden. Ja. Und ich finde, ich schreibe eure Kommentare dazu, aber ich finde, du hast so ein bisschen pfeffrig, oder? Ja, der Pfeffer steigt stark in die Nase. Mhm. Ja. Die Grapefrucht ist präsent, diese exotischen Früchte und was ich schön finde, wenn man dann gleich schmeckt, dann diese Weichheit vom Holzfass. Und ein Holzfass hat ja Tannine, auch ein bisschen Gerbstoffe. Im Holzfass kriegt er natürlich auch Luft und damit ist er auch extrem weich. Ja? Und wie gesagt, es gibt halt Gins, die schmecken mir pur gar nicht. Ich bin ein Freund davon, wie du es ja jetzt auch machst, dass man einen Gin erstmal pur probiert. Klar, und dann halt die sagt, okay, und
Da mache ich jetzt das Eiswürfelchen rein und dann noch das Tonic Water. Wir empfehlen auch momentan so ein bisschen Kunkwart oder irgendwie, ich sag mal, irgendwie ein bisschen Frucht reinzumachen. Das ist das, was wir dann empfehlen, um zum Finishen. Ja, bitte? Jördis hat auch einen guten Tipp dazu, wie man die Aromen richtig schmecken kann, nämlich durch. Das sieht jetzt etwas komisch aus, weil ich habe keine kleine Glaskaraffe. Da ist Wasser drin. Ganz, ganz normales Wasser. Wenn man ein ganz klein bisschen davon reinmacht, setzt man den Alkoholgehalt ein bisschen runter. Das heißt, wir schmecken nicht mehr so viel von dem Alkohol, aber die Aromen im Gin bleiben erhalten. Wenn wir jetzt nämlich Tonic raufgeben, schlägt das Tonic zum Teil ein bisschen vom Gin tot. Und das finde ich gerade bei dem hier extrem schade, weil diese kleinen Nuancen dann leider weg sind. Ja, also ist auf alle Fälle das Bessere. Ja. Also ist, glaube ich, sehr, sehr gut, wie du das jetzt auch gerade mal machst. Denn da steckt so viel Arbeit und Handwerk drin. Und wie gesagt, wir machen das mit der Birkenhof-Brennerei zusammen, die ist eine der besten Brennereien Deutschlands, finde übrigens. Und damals hatte ich diese Fässer zu ihm geliefert und hat das erste Mal den Gin reingemacht und hatte das Wacholder-Destillat und hat damals zu mir gesagt, Michael, was hast du für verrückte Fässer? Die sind ja genial. Er selbst war völlig überzeugt, der Brennmeister, von diesen Fässern. Und wie gesagt, mittlerweile machen wir 8 Monate da rein. Und das ist einfach sensationell. Und wir haben den in einem sehr renommierten Restaurant in Berlin, in einem Hotelkette in Berlin gehabt. Und die haben wirklich 20 Gins komplett probiert, mit allem, was Rang und Namen hat, die jetzt alle bekannter sind, die Trends. Und alles, haben wir den ersten Platz gemacht. Ja, alles, was man so kennt, ja, ohne die Namen zu nennen, aber alles, was so Rang und Namen hat und weit über 30, 40, 50 Euro teilweise sind. Und da hat er den ersten Platz gemacht. Und das hat uns halt extrem gefreut, muss man einfach sagen. Ja? Weil wir uns da wirklich auch viel Gedanken, viel Mühe gemacht haben. Und wie gesagt, Kompliment natürlich auch an unseren Partner. Aber wie gesagt, die Fässer sind von uns. Und das Besondere halt auch daran, das Wacholder-Destillat kommt mit 48 Volumenprozent in die Holzfässer. Und dann gibt es ja immer diesen Angel Share. Das heißt, es verdunstet ganz viel an die Luft. Und wir füllen immer an die Ahnen, ja. Sozusagen. Ja, genau. Ja, und wir füllen immer bei, und da sind wir wieder bei unserem Lieblingswein des Bundespräsidenten, da kriegt er immer Vogelsang Spätlese bei uns. Wir füllen dann bei mit der Vogelsang Spätlese und holen durch den Alkohol vom Riesling, weil wir wollen ja kein Wasser dazu machen, bloß nicht. Und somit holen wir halt den Alkoholgehalt runter auf 44%. Also, der ist... Also ich finde, der ist echt ein schönes Aroma hat er tatsächlich. Aber du hast dieses Witzige da hinten dran. Ich bin ja jetzt, Isa Richter schreibt, der Gin ist Porno. Also ist doch schon mal eine Aussage. Ne? Ja. Und, definitiv. Und jetzt wird aber gefragt, natürlich, weil viele Leute den auch gerne als Tonic, also ja, schöner Sundowner in den Weinbergen oder zu zweit oder mit Freunden zusammen, ist die Frage natürlich, welches Tonic empfehlt ihr? Welchen mit Eis, ohne Eis? Welche Temperatur? Was würdet ihr empfehlen dazu? Also ganz wichtig, ich brauche erst nochmal einen Schluck Gin. Sehr gut. Ja. Und dann, klar, hoppala, Sauerei gemacht. Eiswürfel rein. Kunkwart hat mein ansässiger Lebensmittelhändler heute nicht gehabt. Das mache ich nämlich auch immer ganz gerne. Wichtig ist für mich auch immer ein bisschen das Glas, das schon ein bisschen kalt zu machen. Und wir nehmen ganz gerne das Thomas Henry. Das ist ein Indian Tonic. So ein ganz normales. Kriegt man auch von anderen bekannten Marken. Whippets, Fevertree oder wie sie alle heißen. Das ist dieses, wie sie alle heißen, genau. Ich will auch gar keine Schleichwerbung machen. Richtig. Das Schöne ist ja auch wirklich, es gibt ja auch der ein oder andere, der sowieso sein Tonic Water liebt. Ja. Und das finde ich natürlich eigentlich ganz schön. Gerade letztes Jahr hatten wir viele, viele Weinfeste. Wir haben ja normalerweise 8 Weinfeste, die wir betreiben. Und Weinfest geht ja immer Öffnungszeiten so bis 12 Uhr, bis man zu Hause ist, teilweise 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Und immer auf unserer Terrasse dann nachts ein Gin Tonic. Das hilft uns immer extrem, weil man ja extrem auch aufgedreht noch ist nach einem Weinfest. Und da kommt man extrem runter. Und es gibt nichts Besseres für mich, wie in der Nacht mit meiner Lebensgefährtin einen Gin Tonic zu trinken. Welches, wie gesagt, ich habe ja eben Namen genannt.
Zumal eure Terrasse ist halt auch sehr schön, ne? Also wir haben es probiert, nämlich erst draußen stattfinden zu lassen. Und dann kam halt diese böse Volkan und sagte, ne, das ist eine doofe Idee, wollen wir nicht. Deswegen musstet ihr reingehen. Weil sonst hättet ihr da draußen nämlich einen ganz, ganz tollen Einblick in die Weinberge so ein bisschen gehabt. Aber das hat leider nicht geklappt, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ihr könnt uns auch gerne eure Fotos schicken, Ludwigs Weinprobe als Hashtag benutzen und wir freuen uns darüber, so wie ihr den Wein, den Gin probiert oder trinkt, mit Freunden, ohne Freunde. Ich glaube, man trinkt ihn auch ganz gerne mit Freunden. Und Jördis, ich habe eine Frage, vielmehr Isa Richter hat eine Frage, wieso mit Wasser? Das ist doch kein Whisky. Kannst du uns diese Frage nochmal beantworten? Das kann man mit jeder Spirituose machen. Das kann ich bei Gin machen, das kann ich bei Rum machen oder halt auch bei Whisky. Bei Whisky kennen die meisten das, weil Whisky-Proben gibt es halt jetzt einfach schon seit Jahren. Das ist hip. Gin und Rum ist jetzt gerade erst gekommen und das kann man mit jeder Spirituose machen. Halt mit Eierlikör oder jetzt nicht unbedingt, aber mit allen hochprozentigen Spirituosen. Man schmeckt wirklich mehr raus. Und gerade wenn man halt 44 Volumenprozent ist ja noch wirklich harmlos für eine Spirituose. Es gibt Gins, die sind mit über 50% abgefüllt. Da muss man Wasser reinmachen. Sonst schlägt dann einfach wirklich der Alkohol. Sehr gut. Die Frage ist auch noch, also Eis kommt rein, ne? Hast du gesagt? Ich habe auch dieses Tonic-Wasser mir besorgt. Felix fragt, hat ein wenig was von Whisky? Liegt das am Fass? Ja, auf alle Fälle auch. Wie gesagt, wir nehmen ja, das sind ja Barriquefässer bei uns. Barriquefässer sind ja innen drin so ein bisschen angetoastet, wie man es auch so sagt. Klar lag viel, viele Jahre Riesling drin. Und bei uns kommt auch nie Wasser in die Holzfässer. Also ein Fass muss immer voll liegen. Entweder ist Wein und wenn kein Wein drin ist, müsste theoretisch Wasser rein, damit es nicht austrocknet oder natürlich Wacholderdestillat oder sowas. Das heißt, bei uns ist aber immer nur Wein drin, weil ich einfach diese Hefeflora halt haben möchte und möchte nie Wasser drin haben, weil Wasser würde unheimlich viel wieder rausziehen von diesem positiven Geschmack. Das heißt, bei uns ist halt, sind die Fässer Wein getränkt. Dann natürlich noch ein bisschen das Rauchige, was ganz typisch ist für den Whisky, und das Rauchige, was ich sag mal, diese vom angetoasteten, angekogelten Holzfass habe. Und aber auch dieser Lufteintrag, was einfach ein Holzfass ergibt. Und durch Luft fällt man halt auch sehr stark Bitterstoffe. Deswegen hat unser Gin halt auch einfach so diese schöne, frische, fruchtige Note. Klar, dieses Grapefrucht unterstützt das natürlich. Und ja, wir müssen wirklich sagen, wir sind da wirklich stolz drauf, werden hochgelobt. Und ich liebe halt auch immer mal was auszuprobieren. Wenn man so früh so einen Betrieb übernimmt, muss man das einfach, weil das Herz schlägt halt schneller, sage ich jetzt mal. Und wie eine Katze mehr als ein Leben leben. Ja, hätte man gerne. Also ich sage auch, wenn die Weinlese rum ist, hat man schon wieder Ideen, was man nächstes Jahr wieder neu macht. Ja. Und wie gesagt, seit 2002 machen wir 2 Hektar sogar in Südafrika, was einfach für mich so ein ehrgeiziges Projekt ist. Und wie gesagt, das mit dem Gin war einfach so eine Herzensangelegenheit, die wir einfach so im Betrieb ausprobiert haben. Und es ist ja auch immer schön, wenn man über den Winzer was erzählen kann. Mein Winzer hat jetzt und überhaupt. Und ja, es ist einfach eine tolle Sache. Und ich liebe das, immer mal was auszuprobieren. Hab viele Ideen im Kopf und schauen wir mal, was rauskommt. Ich habe gerade parallel einen Schluck von deiner Mischung, also wie du es empfohlen hast. Und ich hatte besagte Gänsehaut jetzt tatsächlich auch. Jetzt fehlt mir dieses Wasser, Strand oder Weinberg, Sundowner und da sitzen und so mit Freunden zusammen sein oder mit der Liebsten. Ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Also das ist sehr, sehr lecker. C.S. schreibt bisher der beste Wein. Das lassen wir auch. Nehmen wir auch gerne als Kompliment an. Natürlich. Und, ein tolles Getränk. Sehr schönes Kompliment für dich. Bernd schreibt, großes Verkostungskino Trends ist bei uns jetzt ganz oben auf der Winzerliste. Toll. Danke. Siehst du mal, jetzt habe ich die Gänsehaut. Ah, das ist schön. Also tatsächlich mit dem Indian Tonic, wie man so schön sagt, schmeckt es mir auch sehr gut. Jördis, hast du eine Empfehlung, wie man den
Sonst außer Wasser? Wie würdest du den privat trinken? Mit Wasser. Echt? Weil ich finde den wirklich so toll, dass ich den am liebsten pur trinke. Beim anderen Gin würde ich jetzt sagen, ja, mit Tonic, aber den trinke ich wirklich am liebsten pur mit ein bisschen Wasser drin und dann halt so 2 Zl auf der Couch zum Feierabend. Und das reicht mir denn. Ich brauche da kein Eis rein, ich brauche da kein Tonic rein. Wenn du bei mir vorbeikommst, besorge ich Tonic, keine Angst. Alles gut, ich probiere den dann auch mit Wasser. Die Frage ist, ob ich mit 2 Zl auskomme. Krieg's auch mir. Das ist sehr lieb von dir. Guck mal, der Michael ist nach rausgegangen. Jetzt bist du auf der Terrasse. Hörst du uns denn auch? Wir sind nochmal rausgegangen. Also bei uns ist ja alles sehr hügelig. Das heißt wirklich unter uns, wir haben vor ein paar Jahren nochmal ein Weingut dazu gekauft. Weingut Sonneck, auch ganz spannend. Jetzt hören wir dich leider vom Ton nicht mehr. Oben drauf sind wir im obersten Bereich. Okay. Also in unserem oberen Bereich haben wir, das sind insgesamt 48 Stufen. Das heißt, im oberen Bereich haben wir aber einen Garten nach hinten raus und nach vorne gucken wir halt in die Weinberge. Und das war das, wo wir eigentlich vorhin gehofft hatten. Ja, jetzt geht's wieder. Es hackt ein bisschen, aber ja, jetzt es funktioniert. Das hatten wir, vorhin hatten wir ja gehofft, dass wir draußen sind und euch ein bisschen mehr die Landschaft gezeigt hätten. Hinter uns das Kloster von Johannesberg und ganz, ganz weit hinten, das ist das Niederwalddenkmal. Leider Gottes nur ein Drittel von der Freiheitsstatue von Amerika, deswegen nicht ganz so bekannt. Aber wie gesagt, jetzt bist du leider weg. Irgendeiner mal Lust hat, in den recht herzlich eingeladen, mal in den Rheingau zu kommen. Also definitiv. Es sieht auf jeden Fall sehr schön an und kommt auch gut an. Toller Ausblick, schreibt die Rieke. Traumhafter Blick, schreibt Astrid Vogler. Ich finde die Idee von Jördis mit Wasser genial. Großer Lob nach Stade, junge Frau. Sind es jetzt 2 Punkte oder 3? Nach mindestens 5 und ein Foto und eine Rose für die nächste Runde. Yay! Hey! Also ich würde mir freuen, wa? Wenn wir nochmal so ein Ritt hier zusammen machen. Also definitiv. Ich hoffe, euch gefällt es auch, wie gesagt. Schreibt eure Kommentare noch dazu. Als kleines Dankeschön, dass ihr zuschaut, gibt es natürlich wieder einen Rabattcode unter Danke523. Eine Rabattierung von 15% bis Sonntag, 25.07. Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen oder Rabattaktionen. Und ihr könnt den Rabatt sogar in den einzelnen Filialen von Ludwig von Kapf einlösen. Also, wenn ihr den Gin großartig findet, zack, einfach Danke 523 eingeben und zack, sind 15% runter. Ansonsten könnt ihr gerne jetzt noch ein paar Fragen dazu stellen oder euch so langsam reinschalten, wenn ihr wollt. Das hatten wir letztes Mal. Vielleicht überrumpel ich jetzt gerade auch die Technik, ich weiß es nicht. Vorhin kam jetzt nochmal eine Frage auch, wie kommt der Rauch ins Fass? Tatsächlich ist es, glaube ich, durchs Ausbrennen wahrscheinlich, ne? Genau, das ist wirklich immer durch dieses, wirklich mit extrem hoher Hitze ausgebrannt. Die sind innen wirklich einmal richtig verkohlt und das schmeckt man nachher. Ja. Aber ich glaube, also, der Christopher hatte da auch schon was zugesagt. Der hatte schon einmal im Chat ausgeholfen. Ja, habe ich gerade gesehen. Zuschalten erst, wenn Facebook, YouTube ausgeschaltet sind. Ah, wird mir gerade gesagt. Ihr Lieben, deswegen, also ich überrumpel da die Technik. Das ist die Rache von vorhin, als die Kamera gezickt hat. Vielleicht, das kann gut sein. Ihr könnt aber uns auch gerne schreiben, was euer Favorit des heutigen Abends war. Also, ob es der Sekt war, ob es das Urgestein Amor oder der Gin war. Würden wir uns freuen auf eure Kommentare, die ihr in den Chat schreiben könnt, bei Facebook, YouTube oder hier bei Zoom. Das wäre C.S. schreibt natürlich, Favorit ist Gin, war für ihn ja auch der beste Wein des heutigen Abends. der Amor, Amor, eindeutig Urgestein und Sekt, Amor. Ich glaube, sag mal so, Michael, ich glaube, es war eine ganz runde Sache und ich weiß auch, warum der Herr Bundespräsident deine Weine und der DFB deine Weine gerne mag und warum diese Blindverköstigung da
warum ihr da gepunktet habt. Also ich finde es auch großes Kino, definitiv. Was war denn jetzt dein Liebling, Oliver? Mein Liebling tatsächlich, ich war, weil ich einfach so überrascht davon war, war der Amor. Weil ich war jetzt eigentlich, also ich bin nicht so ein Sekt und nicht so ein Feinherbtrinker. Bin ich mia culpa, mia maxima culpa, aber jeder hat seinen persönlichen Geschmack. Und die beiden haben mich tatsächlich so überrascht, dass ich sage, okay, du könntest einen Abend oder so ein mit dir auf dem Boot, so eine kleine Segeltour. Ah, ja. Also super. Also der Gin weiß ich, okay, der kriegt mich irgendwie. Den fand ich auch spannend. Also den, also überhaupt auf die Idee zu kommen, finde ich großartig. Aber also für mich jetzt tatsächlich fand ich den Feinherb, weil er mich einfach so überrascht hat, wo ich gedacht habe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hättest du dir nicht gekauft, ja, weil du hättest gesehen, oh, Feinherb. Naja, hättest du mir jetzt empfohlen zum Beispiel und ich wäre gekommen und hätte, du hättest mir gesagt, ich würde zu dir kommen und sagen, ach Mensch, ich habe hier eine ganz tolle Frau kennengelernt und boah, hab hier so ein Date und welchen Wein empfiehlst du mir denn? Und du würdest mir sagen, ach hier, der Feinherb, dann hätte ich gesagt, klar, dann kaufe ich den auch, den hätte ich mir auch reingequält sonst. Aber muss ich ja gar nicht, weil der lecker ist. Nein. Definitiv war ich da sehr, sehr positiv von überrascht und fand den echt wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Aber ich finde, für so ein erstes Date ist der Wein, glaube ich, großartig. Ja, bei den Namen muss das denn ja auch klappen. Ja, total. Also da kannst du ja mehr als punkten, geht ja gar nicht. Genau. Ja? Und deswegen finde ich... Guck mir das Etikett mal genau auch an. Gell? Du siehst ja auf dem Etikett, ja, da ist ja auch der kleine Liebesgott mit dem Pfeil drauf, ja. Ach, ist da also der dicke Figur, Engel drauf? Genau, die Figur haben wir doch beide, oder? Der dicke Engel ist da. Ja, ich mehr als du, weißt du? Wahrscheinlich. Aber du machst eine bessere Figur als ich dabei dann. Schauen wir mal. Na, schauen wir. Aber das tatsächlich. T-Shirt. Dunkel macht immer ein bisschen stark. Aber jetzt, bevor wir hier weiter rumflachsen, Felix fragt, woher kommt der Unterschied bei den Rieslingen? Jörg, das hast du da eine Antwort, bevor ich den Winzergott frage? Ich könnte jetzt ungefähr bis um 10 sagen, warum es Unterschiede bei Rieslingen gibt. Weil das Nein. ist. Doch, kann ich. Ja, doch, kann ich. Aber ich darf nicht wahrscheinlich. Richtig. Bei den beiden ist es wirklich der Restzuckergehalt, der ganz, ganz viel mitspielt. Es kann aber auch sein, der Boden, auf dem es gewachsen ist, welcher Jahrgang ist es, hatte der Winzer gute Laune oder nicht so. Das ist, Riesling ist eine so facettenreiche Rebsorte, da liegt es wirklich daran, wo ist er gewachsen, wie wurde im Keller damit umgegangen, haben wir eine Handlese, das ist, wie gesagt, bis um 10, kein Problem. Aber bei den beiden ist es der Restzuckergehalt. Was sagt der, ich sage mal, der Geburtshelfer des Weines? Ja. Oder der Macher des Weines, dieser. Mehr als zur Geburtshelfer. Ja, also ich sage im Endeffekt, lobe ich ja auch insgesamt an dieser Stelle immer mein gesamtes Team. Weil im Endeffekt nur einer kann ja gar nicht den perfekten Wein machen. Das fängt ja beim Traktorfahrer an. Das sind die Mitarbeiter, die momentan bei der Hitze draußen heften und die Weinberge pflegen. Das sind die Leute, die im Keller stehen. Ja. Bei mir halt wirklich, ja, würde man wirklich sagen, ein ganzes Team. Das ist ja, fängt ja vom Praktikant an. David bei uns im Keller ganz engagiert, weiß genau, was wo liegt. Ja. Jedes Holzfass kennt er. Und da lobe ich auch insgesamt mein Team einfach, dass wir einfach alle am Strang ziehen und die Qualität hochschrauben. Klar, der Küchenchef macht seine Küche, der Restaurantleiter das Restaurant, der Vertriebsleiter sein. Aber ich sage jetzt mal, wenn es jetzt wirklich um die Qualität geht, ist da ja schon, stehen da ja neben mir auch noch ganz, ganz viele Menschen. Ja, und ich habe wirklich tolle Menschen, wirklich Freunde mittlerweile, auch aus Polen, die bei uns auch festangestellt mittlerweile sind, auf die ich mich 100% verlassen kann, wenn es heißt, wir müssen heften, wir müssen gärten oder irgendwas. Auch die Arbeit jetzt gerade im Sommer, wenn es richtig heiß ist, da gehen die Vollgas. Die gehen um 5 Uhr morgens raus und teilweise bis abends 19 Uhr. Okay. Wirklich. Aber warum? Weil sie einfach sagen, das muss gemacht werden. Die Arbeit muss gemacht werden.
Da gibt es auch Samstag. Also Sie identifizieren sich auch mit Ihrer Arbeit dann dabei. Mega. Also das ist bei uns wirklich ganz, ganz toll. Wir haben gerade auch gestern zusammen gegrillt, wo einfach für mich auch wichtig ist, diese Menschlichkeit eben auch zu sein. Ich sag mal wirklich, Mitarbeiter sind ja auch wirklich Freunde. Jetzt dieses Jahr auch ein Mitarbeiter aus Polen, der leider Gottes krank wurde, nicht kommen konnte, der auch über 30 Jahre schon bei mir ist, wo wir auch ständig auch miteinander schreiben, was einfach ganz wichtige Leute sind. Weil das sind ja auch die Leute, die einfach diese Qualität machen, ja. Denn ich als Winzer kann das ja gar nicht alleine, weil klar, ich bin vielleicht der Lenker oder sonst was, ja, aber das fängt halt an. Und da muss ich halt sagen, probieren wir halt jedes Jahr mehr rauszuholen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Es gibt auch bei uns ein ganz, ganz tolles Bild bei uns, wo wir alle so mit dem Kellerteam um den Filter drumherum stehen, was ich total bezeichnend und schön finde einfach, ja. Und da ist es halt für mich wichtig, einfach diese Qualität perfekt zu machen. Und wenn es dann die Unterschiede beim Wein gibt, ganz klar, die Lage ist unterschiedlich. Klar, wie ist der Winzer an den Tag drauf, könnte man mal dahinstellen, aber zum Glück, wir sind ja Rheinländer und wir sind ja immer witzig und spaßig unterwegs, gell? Wir feiern ja auch Fasnacht, gell? Und das ist für uns einfach wichtig, dass wir halt hier. Also das ist definitiv, das spricht sehr für dich und macht dich sehr, sehr noch sympathischer, als wie du jetzt überhaupt rüberkommst. Und es ist halt tatsächlich vergleichbar mit diesen Sachen, wenn du Musik auf der Bühne machst oder wenn du auf der Bühne, ohne die Leute, die dahinter sind, funktioniert es ja nicht. Weißt du? Die Leute, die, oder in der Küche, das ist ja nicht nur der Küchenchef, es zählt ja immer ein komplettes Team. Und ohne das geht es ja einfach nicht. Und da gebe ich dir gar nicht. Ja. Und da ist man auch dankbar und das ist auch ein Miteinander. Die kommen dann halt leider manchmal immer wieder zu kurz. Ja, ja, also ich meine, das Positive an der Corona-Krise war ja, dass applaudiert wurde für die Leute, aber 2-3 Euro mehr in der Tasche für die Leute wäre vielleicht auch nett gewesen. Auf alle Fälle, ja. Und da haben wir ja, wie gesagt, ein tolles Team, machen einfach tolle Weine und strengen uns jedes Jahr an. Und klar, die Unterschiede sind natürlich da. Und das macht es auch aus. Und wie gesagt, ich bin da immer, für mich gibt es nichts Spannenderes, wenn man die Weine, so, also wenn die Weine reinkommen, klar, ist ja erst dieser Most, dieser Federweise, irgendwann sind es Jungweine. Und wenn man dann anfängt zu probieren im Keller, von Tank zu Tank geht, und mir macht das auch nichts aus, 40 Weine nacheinander durchzuprobieren. Die Geschmacksnerven sind ja im Mund und nicht in der Kehle. Man kommt ja dann einigermaßen weit, wenn man ausspuckt als Winzer. Und was ich auch immer eine tolle Situation immer finde, so vor Weihnachten, wenn eventuell alle Mitarbeiter schon im Urlaub sind und ich gehe mal runter in den Keller und probiere, was alle Mitarbeiter mit mir geschaffen haben. Und der Keller ist schon leer und es ist kein Mitarbeiter mehr da. Alle schon in ihrem wohlverdienten Urlaub und dann einfach mal so von Tank zu Tank gehen. Es gibt nichts Schöneres, wenn der Keller und der Betrieb dann ruhig ist und man einfach mal wirklich von Tank zu Tank geht und wirklich alles so ein bisschen durchprobiert. Ach, bist du ein herrlicher Romantiker. Das klingt so schön. Ja. Susanne, ich kann verstehen, warum du dich verknallt hast. Also ich kann es nachvollziehen. Das ist echt sehr schön. Ja. Astrid Vogler hat gerade auch ihre Reblaus in die Kamera gehalten, was ich sehr schön fand. Der Michael sagt, Riesling hat einen 9-Stellenwert bekommen. Das habt ihr dadurch geschaffen, ihr vom Weingut Trends, Jördis, du auch, und der Lars schreibt wirklich tolle Weinprobe. Das geht, glaube ich, an uns dreien und da sagen wir erstmal vielen Dank dafür auf jeden Fall. Astrid fragt noch, wer Trends in Kiel vertreibt. Das kann ich dir leider gar nicht sagen, weil ich keine Informationen habe. Der Ludwig von Kapp. Wir haben ja den Online-Laden von Ludwig von Kapp. Online kannst du das sehr, sehr gerne bestellen. Und dann einfach Danke 523 angeben und du hast 15% Rabatt dabei. Oder du fährst einfach zum Weingut Trends und kauft vor Ort. Das ist vielleicht auch noch eine gute Idee und macht ein paar Tage Urlaub. Sind ja jetzt bald Sommerferien. Das ist, glaube ich, ganz schön also bei euch. Ja, definitiv. Ich glaube, momentan sind die Leute auch wirklich heiß drauf, Urlaub zu machen. Klar, der Trend liegt natürlich in Deutschland momentan. Wir selbst waren in der Corona-Krise extrem viel wandern und bei uns ist es ja wirklich sehr schön. Es geht ja hoch und runter und man kann da wirklich ganz, ganz tolle Wanderwege laufen. Der Rheingau lädt ein, viel Wein zu trinken, gut zu essen. Also wer noch nicht weiß, was er im Urlaub machen soll, gerne in den Rheingau kommen. Hier ist es auch schön. Gut, wir fahren mal nach Holland, aber wie gesagt, das ist auch schon lange geplant und großes Ferienhaus mit meiner Mutter. Wir fahren einfach hoch zu Jördis und dann gehen wir da segeln da oben.
im Norden irgendwann. Das kriegen wir auch hin. Also ich liebe Segeln an der Ostsee. Ist für mich eines der schönsten Reviere, weil es einfach Spaß macht und weil das Wetter auch ein bisschen härter ist. Also für mich gibt es nichts Schöneres, wie oben in Kiel, Schilksee zu starten und dann in die, wie nennt man es, dänische Südsee weiterzufahren. Und bei Shitwetter, wie es da oben heißt, also das finde ich ein ganz Shitwetter. Brauche ich jedes Jahr. Also das, was ihr da unten Shitwetter nennt, ist bei uns nur Wetter. Ach, hör doch auf. Also, weißt du, guck mal, ich sehe jetzt gerade, du guckst ja in die anderen rein. Ich weiß gar nicht, da ist so, ich habe Anna, sehe ich, hier, die Annas. Entweder, ich glaube, ist das ein Stillleben oder die sind tot. Ich weiß es noch gar nicht. Könnt ihr euch auch noch bewegen? Könnt ihr so noch machen oder seid ihr tot? Ah, guck mal, sie winken. Hey, es geht. Oder seid ihr alle Stillleben? Einmal Bewegung in den alten Körper reinbringen. Zur Riesling Media. Ihr Lieben, es war sehr, sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ich habe mal wieder satte 22 Minuten überzogen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob jetzt nochmal die Mikrofone freigeschaltet werden, ob ihr Fragen stellen könnt, dürft, wie auch immer. Vielleicht kriege ich da jetzt noch irgendwie, ich habe ja keinen Knopf im Ohr, irgendwie noch einen Text, der mir das sagt. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Jördis. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst erstmal. Dein Favorit des heutigen Abends? Der Urgestein, der Riesling. Der Urgestein Riesling. Genau. Das ist für mich so dieses, wo ich jetzt sagen würde, auch, ja. Ja, aber du kannst nur gesagt, ich nehme den Amor mit heute Abend. Ja, heute Abend gibt es den Amor, aber ansonsten wäre der Urgestein so dieses wirklich, wie Michael das auch sagte, nach Hause kommen, zum Abendbrot, ganz klassisch. Okay. Also auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe auch den Urgestein wieder ins Glas gemacht. Also. Dann geht's. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einer der nächsten Weinproben zusammen. Und Michael, Susanne, vielen Dank. Also es ist ganz toll. Sehr, sehr, sehr sympathisch. Ganz tolle Dinge, die ihr da ja, produziert und macht. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Sehr sympathisch kommt ihr rüber. Ich komme auf jeden Fall mal vorbei, sage ich mal. Das war wirklich sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns jetzt schon. Sehr. Und ihr da draußen, danke, dass ihr zugeschaltet habt. Ich stoße noch mal gerne mit euch an. Macht's gut. Habt noch einen schönen Abend. Der eine oder andere guckt jetzt gleich Fußball. Keine Ahnung, wie es steht. Weiß ich nicht. Kriege ich auch keine Info drüber. Michael wird es vielleicht auch interessieren. Weiß ich nicht. Aber wir bleiben gerade noch ein bisschen hier sitzen und so langsam, entweder werdet ihr nochmal freigeschaltet oder so langsam werdet ihr ausgeklickt. Da habe ich jetzt leider keine Info drüber. Aber ansonsten sitzen wir gerne noch ein wenig zusammen. Michael, die Technik guckt wahrscheinlich gerade Fußball und pennt. Kriegt das gar nicht mit. Wer? Die Technik. Ey, wahrscheinlich. Trinkst du denn lieber Weiß- oder Rotwein? Darf man das fragen? Darf man. Oder Michael? Ja. Nee, einmal, also Michael und Susanne und dann du, Jörg. Ja. Soll ich anfangen? Ich lege es vor. Na gut, fange ich mal an. Diesmal machen wir nämlich, weil du in der Unterzahl bist. Ich bin eigentlich ganz klassisch. Im Sommer Weißwein und im Winter auch gerne mal ein Rotwein. Aber Susanne, denkt das genauso? Aber es ist ja einfach so, im Sommer trinkt man ja gerne ein bisschen leichtere Weine. Und wenn es dann mal draußen schneien sollte, was ja nie macht im Rheingau, da habe ich gesagt, jetzt mal kaltes Shitwetter, dann auch mal ein Rotwein. Aber definitiv, wenn ich jetzt prozentual sagen würde, glaube ich 90% Weißwein und nur 10% Rotwein. Ja, das? Ich hoffe, das ist okay. Aber auch tolle Rotwein. Ja, alles gut. Ich schließe mich da auch eher, ich bin da bei euch, tatsächlich. Ja. Also ich bin 50-50. Ich trinke zwar im Sommer auch eher weiß, aber zum Essen halt auch unheimlich gern Rotwein. Und das ist aber, bei euch ist ja auch kalt. Warm draußen ist, geht Rotwein bei mir halt gar nicht. Dann muss ich ins Bett. Bei euch ist ja auch kalt. Nee, jetzt gleich sagt sie. Wir haben auch zwischendurch Sommer. Dieses Jahr war es ein Mittwoch. Bei uns ist Wetter, sagt sie da nur. Ja. Steht übrigens 0-0, falls es jemanden interessiert. Ich finde persönlich, wenn mich einer fragt, was zu diesem Gin gut essensmäßig passt, ich glaube, ich gehe noch mal in mich, ich überlege kurz, eine Currywurst. Ich glaube tatsächlich, eine Currywurst wäre großartig auch zu diesem Gin Tonic.
Also finde ich tatsächlich geht. Aber eigentlich würde ich lieber mit Freunden alleine trinken. Ohne Essen. Ja. Wenn du das nächste Mal kommst, hier in den Rheingau, essen wir eine Currywurst. Ja. Alles gut. So schlimm ist es nicht. Nee, ich kann mir sehr gut vorstellen, den einfach Freunden zu genießen oder mit ganz, ganz lieben Menschen um einen herum. Ne? Nicht mit deiner Tochter. Die ist 7 Jahre alt. Deshalb sage ich es ja. Definitiv nicht. Ach, guck mal, Christoph Kühnert an alle, wenn ich noch einmal Currywurst höre, dann bin ich gespannt, was er dann macht. Ach Mensch. Ja, glaubst du denn, dass es dieses Jahr eine gute Ernte für euch gibt oder nicht? Oder kann man das noch nicht sagen? Oder? Es sieht sehr, sehr gut aus momentan. Muss ja. man wirklich sagen. Ich habe keinen wirklichen Schluss. Ich weiß nicht, wann ich aufhören soll, das zu streamen. Sondern... Aber ich höre euch jetzt nicht mehr ganz so gut. Kann auch sein, dass meine, wie heißen die Dinger? iPods, Kopfhörer. Du, ich höre noch da. Ich weiß auch nicht langsam, ob wir langsam rausgehen. Ich müsste mal irgendwie von der Technik Bescheid kriegen. Solange quassel ich einfach weiter. Ich gehe ja jetzt nicht hin und sage Tschüss. Also so, ihr könnt jetzt alle sagen, ich gehe, habe keinen Bock mehr. Der Fleischer geht mir auf den Sack. Oder ich beantwortest du die Fragen. Ansonsten. Gehen jetzt alle Currywurst essen, die kriegen alle Hunger von deinem Gerede.